Oh Mann, ey. Heute will ich auf jeden Fall nur auf der Couch chillen und am besten gar nicht rausgehen oder so. Und du, Emily? Ich habe auch keine Lust rauszugehen. Es ist so warm. Am liebsten würde ich mich einfach auf den Boden legen. Es hat geklingelt. Hast du etwas bestellt oder so? Nö, ich habe nichts bestellt. Vielleicht Leo. Oh Gott, das muss es sein. Leo hat sich bestimmt wieder Sachen bestellt. Begrüßt eure Königlichkeit und Adeligkeit. Lix der Dritte von Schloss Neuschwanstein. Was hast du denn auf dem Kopf? Und das ist warte mal. meine Krone. Wusstet ihr es noch nicht? Ich bin der Dritte in der Thronfolge vom König Ludwig, Warte, der stopp mal, Vierundzwanzigste. was erzählst du uns da? Ich habe heute im Internet rausgefunden, ich bin ein wahrer König. Du bist ein Und König? das bedeutet, und da stimmen ja alle in der Stadt zu, ich bin heute für einen Tag der König der Stadt. Warte mal, wer stimmt dir denn zu? Hier ist auch Der niemand. Postbote, die Lehrerin, der Oh, Verkäufer, eigentlich oh. alle. Die haben doch bestimmt nur Ja gesagt, damit du die nicht nervst, aber na gut, wir tun dir einfach den Gefallen und tun so, als ob du heute der König bist. Juhu! Gut, denn ich habe nämlich gerade mega Hunger. Kannst du mir zufällig was offen auf den Grill schmeißen? Vielen Dank. Finde Oh ich auch Gott. eine sehr gute Idee. Ich habe auch Hunger, Lami. Warte mal, du bist aber keine Königin. Oh Gott, aber hey Freunde, ich bin Slami. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert rechts neben die Glocke, Freunde. Und wie ihr gerade gesehen habt, Lix meint, dass er heute der König ist. Oh Gott, Freunde. Ich weiß nicht, ob das so ganz stimmt, aber wir werden auf jeden Fall so tun, als ob Lix heute der König wäre. Und Leute, gebt ihm wieder einen Daumen nach oben und kommentiert was Liebes mit dem Hashtag LamiArmy oder auch mit dem Hashtag Team Lix oder Team Emily. Dann habt ihr die Chance, morgen im Video drin zu sein. Und Freunde, ich würde sagen, schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Und dann werde ich euch jetzt erstmal das Essen machen. Aber warte mal, Emily, du kannst dein Essen auch eigentlich selber machen. Aber ich dachte, du wärst hier der Bratmeister Lami. Also schmeiß mal ein paar Würstchen auf den Grill, aber hopp, hopp. Ja, ich möchte, dass du das machst, Lami, weil du kannst es richtig gut. Na gut, ich fühle mich geschmeichelt. So, einmal die Kohle drauf, anheizen und zwei Würstchen für euch. Okay, jetzt müssen wir warten, bis die anbraten. Aber warte mal, Lecker. wo hast du eigentlich gelesen, dass du der König bist? Auf wer ist wirklich König.org? Das hört Emily? sich irgendwie nicht so ganz richtig an, Ah, doch, doch, Lix. doch, das ist anerkannt von der deutschen Bundesregierung und da stand sogar mein Name mitten im Bild. Dürfen wir Leute. das mal sehen? Das müsste ich euch dann zu Hause zeigen, aber vorerst müsst ihr erst die Wünsche des Königs erfüllen. Ja, okay. Okay, ein Wunsch ist auf jeden Fall schon mal erfüllt. Und zwar hier deine Bratwurst und hier deine Bratwurst. Was ist der nächste Wunsch, mein König? Das hat mir vorzüglich gemundet. Ich würde sagen, du könntest mich jetzt nach diesem guten Essen zur Schule fahren. Warte mal, zur Schule fahren? Oh Gott, das sind doch nur ein paar Meter, die könnten wir auch gehen. Aber wofür haben wir denn Autos? Na gut, warum denn nicht? Es ist ja eigentlich nicht Juhu! anstrengend. So, Freunde, was meint ihr? Gibt es wirklich so eine Seite, wo drauf steht, wer der König ist? Ich glaube mal nicht, aber Lix, steig mal ein und wir fahren Richtung Schule. Oh Gott. Oh, aber Oh yeah! ich habe eigentlich keine Lust auf Schule. Oh Gott, wer steht da? Oh. Was macht ihr denn hier? Oh Gott, geht weg von meiner Schule! Hallo, Frau Lehrerin! Oh Gott, wir wollten zur Schule, denn, wir wollten auf den Pausenhof, oder? Stimmt Der es? Ich König hat sich gewünscht, hierher zu kommen. Knien Sie nieder, Frau Lehrerin. Ich bin der König der Stadt. Was für ein König? Was redest du da? Oh Gott, zieh den Helm aus. In der Schule darf man keine Mützen oder Kappis tragen. Na, der König darf heute alles. Und mein nächster Ordnungspunkt ist, Lami muss die Lehrerin küssen. Aber nur die Warte Das mal. ist jetzt aber wirklich ein bisschen eklig, Das Lix. ist Nee, voll nee, übertrieben. nur auf die Wange. Ist doch lustig. Genau, Lami, komm doch her. Und gib mir einen Das habe ich Schmatzer. nicht erwartet. Oh Gott, nein. Lix, wirklich, ich flehe dich an. Ich will dich nicht küssen. Nur ganz kurz, ganz Ach, schnell. komm schon, Lami, das ist doch nix. Musst du doch bei deiner Omi auch immer.
Oh Gott, okay. Und... Hast du es wirklich gemacht? Oh Mann, du bist ja wirklich ein kleiner Hasi. Ist doch 100 Jahre alt. Ich meine, Was redest du da? Ich bin gerade mal 70. Oh Gott, wie kleine Rabauken. Komm, Lami, wir gehen schnell auf den Schulhof. Oh Gott, Hallo, Clarissa. Grüß dich. Hallo. Oh Gott, was macht ihr hier? Der König wünscht sich lustige Dinge. Ach so, okay, tschüss. Sie weiß schon, dass ich der König bin, weißt du? Deswegen hat sie auch gar nicht so komisch reagiert. Na gut, wenn die das weiß. Okay, und was machen wir hier jetzt? Ich habe das Gefühl, du kannst meine Gedanken lesen. Du stehst schon am perfekten Ort. Aber bitte an das Mikro. Komm her, Emily, wir setzen uns, weil wir haben nämlich jetzt eine Show zu genießen. Oh ja, wie cool. Warte mal, eine Show? Was soll ich denn machen hier? Und also jetzt, der nächste Wunsch des Königs lautet... Du sollst uns beide unterhalten. Warte mal, warum euch beide? Warum muss Emily mir nicht helfen? Mein Wunsch ist es, dass Emily neben mir sitzt und die Unterhaltung mit mir zusammen genießt. Das ganz ist so genau. Unfair. Na gut, also ich soll euch unterhalten, aber wie denn? Oh Gott, oh Gott. Das kannst du dir selber aussuchen. Ich hätte an sich noch ein paar Ideen, außer dir fällt was ein. Vielleicht mit einem Tanz? Wie ist das hier? Das ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. Es sieht ein bisschen aus wie Türken, irgendwie ganz eigenartig. Das gefällt mir absolut nicht, Lami. Hör auf zu tanzen. Okay, was soll ich sonst machen? Wie wär's mit, erzähl einen lustigen Witz. Eine sehr gute Idee. Ich weiß nicht, ob ich so lustig bin, okay, aber ich glaube, ich hab da was. Okay, was ist klein, rot und fährt hoch und runter? Du in deinem Ferrari auf der Autobahn? Ja, irgendwie auch. Aber nein, es ist eine Kirsche im Fahrstuhl. Ja, das ist lustig. sehr lustig, ja. Dann erzähl du doch einen lustigeren Witz. Ja, der König will das. Dass du einen Witz erzählst. Okay, was ist klein, grün und wird ganz schnell rot? Keine Ahnung. Weiß nicht. Ein Frosch in einem Mixer. Nicht so lustig. Du trinkst aber komische Smoothies. Trinke ich doch gar nicht, Lick. Ja, ist klar. Du mit deinen Froschschenkel-Smoothies. Okay, Herr König. Was ist dein nächster Wunsch? Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Hunger bekommen von diesem ganzen Froschgerede. Kannst du mir was im Supermarkt einkaufen? Oder? Im Supermarkt wäre eine gute Idee. Oh Gott, ich habe aber gar kein Geld dabei. Dann musst du für den König klauen. Ich muss klauen? Moment mal, ich arbeite bei der Polizei, das ist kein guter Rat. Zum Glück habt ihr mich und ich habe immer ein bisschen Geld dabei. Yeah! Emily muss ausgeben. Okay, aber nur für den König heute. Warte mal, Lix, kannst du auch sagen, dass sie mir was kaufen soll? Der König befiehlt, kauf auch Lami was Leckeres. das finde ich aber einen doofen Befehl. Der König will das so. Bei der Hitze brauchen wir doch alle was zu trinken, oder nicht? Ja, das stimmt. Es ist einfach nicht auszuhalten. So einen leckeren Froschschenkel-Smoothie. Wie eklig. Oh Mann. Schmecker. Warte mal. Da sind noch zwei Getränke, Lix. Die müssen wir kaufen. Der König wünscht eine kühle Erfrischung. Du musst bezahlen, Emily. Okay, wie viel macht einmal eine Cola und der Orangensaft hier? Das sind 2 Diamanten, bitte. Okay, machen wir 3 Diamanten und einen schönen Tag noch. Dankeschön, gleichfalls. Tschüss. Okay, hier König Lix, Ihre kalte Cola. Wirklich lecker. Lecker. Lass uns anstoßen und zack. Ich hab schon getrunken. Ich hab schon fast leer getrunken. Na gut, hier Emily, falls du auch noch was willst. Okay, was ist dein nächster Wunsch, Lix? Jetzt habe ich noch eine richtig lustige Idee, denn du sollst mich noch mal ein bisschen unterhalten. Also nimm mal kurz das hier erstmal. Warte mal, ich muss mir das jetzt aber nicht ins Gesicht klatschen, oder? Nein, nicht dir, sondern den Postboten. Den Postboten? Doch nicht Emily. Ich habe gerade bezahlt. Ist ja gut, sie hat nur bezahlt. Okay. Da hinten ist der Postbote, schnell lang. Okay, so, und warte mal. Herr Postbote, bleib mal stehen. Warte mal, was willst du von mir? Ich arbeite.
Also, das war Emilys Idee und zwar muss ich dir ein Ei ins Gesicht klatschen. Das stimmt doch gar nicht. Und zack. Das heißt, du hast mir nicht wirklich das Ei ins Gesicht geworfen eigentlich. Was wird das hier? Tschüss. Mein Wunsch ist nicht erfüllt. Werf nochmal. Und zack. Warte mal, das ist unfair. Haha. Mann, aber Lex, ich glaube, der Tag neigt sich langsam dem Ende, oder? Oh, du hast recht. Guck mal, die Sonne verschwindet schon bald hinter den Bergen. Mhm. Dann würde ich sagen, Freunde, falls euch dieses Video gefallen hat, wie Lex heute mal den ganzen Tag König war, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und so verpasst ihr nie wieder neue Videos von mir, Lex und Emily. Freunde, schaut auch unbedingt bei Lex vorbei. Da haben wir auch richtig coole Videos aufgenommen. Die müsst ihr angucken. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen beim Video ein und tschüss. Tschüssi.